Warum ziehe ich als hochsensitive und hochbegabte immer wieder narzisstisch veranlagte Menschen, Partner und potenzielle Partner in mein Leben an und wie ändere ich das vor allem wieder? Darum geht es in diesem Video. Zuerst mal Hallo an alle, für die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Palma und ich helfe hochbegabten und hochsensiblen Frauen in ihre wahre Kraft zu kommen, ihr Licht zum Leuchten zu bringen, sich an ihre wahre Größe zu erinnern, um endlich die lang ersehnte Erfüllung in der Liebe und in der Seelenpartnerschaft anzuziehen. Ja, und heute geht es in diesem Video um ein Thema, das ganz viele Hochsensitive immer und immer wieder erleben, dass sie ständig Partner, potenzielle Partner, aber auch andere Menschen in ihr Leben ziehen, die narzisstisch veranlagt sind. Ja, warum ist das so? Ja, das hat immer mit uns selbst zu tun. Wir ziehen das an, womit wir gleich schwingen. Die meisten, die sich mit dem Gesetz der Resonanz beschäftigt haben, die wissen, dass wir alles anziehen, womit wir gleich schwingen. Jetzt mögen hier viele bestimmt sagen, was, aber ich bin doch nicht so narzisstisch, ich bin doch nicht so wie mein Partner oder dieser potenzielle Partner, der mich so scheiße behandelt, damit habe ich doch nichts zu tun. Doch, du hast damit zu tun, ja. Es heißt nicht, dass du jetzt schuldig bist, aber du trägst die Verantwortung und solltest die Verantwortung dafür übernehmen, dass du diesen Menschen in dein Leben gezogen hast. Ja, jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie du mit diesen Menschen gleich schwingst. Ja, neben dem Spiegelgesetz, also wir ziehen immer und immer wieder unser Spiegel an, also es ist halt das Resonanzgesetz ist gleich auch mit den Spiegelgesetzen, dass wir immer wieder unseren Spiegel begegnen. Auch wenn viele denken, ja, mit dem, der hat mit meinem Spiegel nichts zu tun, also er spiegelt mich doch nicht. Doch, er spiegelt dich wieder. Denn es gibt insgesamt 4 Spiegelgesetze. Das erste Spiegelgesetz besagt, was dich am anderen stört, was du am anderen kritisierst und versuchst zu unterdrücken. Das hast du auch in dir. Beziehungsweise unterdrückst du das in dir. Dann gibt es das zweite Spiegelgesetz, das sagt, was ein anderer an dir kritisiert, an dir versucht zu unterdrücken, an dir bemängelt und dich gleichzeitig berührt, das hat auch mit dir zu tun. Dann gibt es ein drittes Spiegelgesetz, das besagt, alles, was andere an dir kritisieren, unterdrücken wollen und ja, was sie wütend macht und ärgert und dich nicht berührt, das ist denen ihre Projektion und das hat mit dir nichts zu tun. Dann gibt es noch ein 4. Spiegelgesetz, das besagt, das, was du an anderen liebst, was du an anderen bewunderst, beneidest, bewunderst und toll findest, das hast du auch in dir. Und nur oft können wir uns nicht daran erinnern und ja, und ziehen dann auch meistens dann Partner an, an denen wir was bewundern, was wir glauben, dass wir nicht in uns haben und in diesen Partnern suchen. Ja. Genauso ist es halt mit den Seiten, die dich an diesen Menschen stören. Wenn du es jetzt zum Beispiel immer wieder erlebst, dass dich ein anderer scheiße behandelt oder du vielleicht alles für diese anderen Menschen tust, das ist auch bei den Hochsensiblen oft so, dass sie immer den Glaubenssatz haben, ja, ich tue doch alles für andere und ich gebe so viel Liebe und ich helfe anderen Menschen und wenn ich mal was brauche, dann kommt nichts zurück. Ja, warum ist das alles so? Warum behandelt dich dieser andere Mensch scheiße? Warum ziehst du Menschen an, die dich scheiße behandeln, die dich nicht wertschätzen, die dich nicht lieben, die dich ausnutzen,
die dir nicht helfen und so weiter. Ja, dann frage dich, wo in dein Leben, denke an die vier Spiegelgesetze und frage dich selbst, wo in meinem Leben liebe ich mich nicht selbst? Wo in meinem Leben bin ich nicht für mich selbst da? Wo in meinem Leben bin ich nicht egoistisch genug, wenn mich jetzt das stört, dass der andere sich egoistisch verhält oder mich nicht wertschätzt? Wo tue ich das nicht bei mir? Wo wertschätze ich mich nicht selbst? Ja? An deiner Stirn steht hier fett geschrieben, wenn du dich selbst nicht wertschätzt, wertschätze mich nicht. Ja? Wenn du dich selbst nicht liebst, dann steht auf deiner Stirn unsichtbar, liebe mich nicht, wertschätze mich nicht. Ja, und der andere ist dann quasi nur dein Spiegel. Du begegnest immer und immer wieder dein Spiegel. Wenn du dich selbst nicht liebst, dann begegnest du auch keine Menschen, die dich nicht lieben. Wenn du dich selbst nicht wertschätzt, wirst du auch keine Menschen finden, die dich nicht wertschätzen. Wenn du nicht selbstfürsorglich bist, wirst du auch keine Menschen begegnen, die sich um dich sorgen, die für dich sorgen. Wenn du dir selbst nicht hilfst, dann wird dir auch kein anderer helfen. Das alles besagen diese Spiegelgesetze. Ja, doch dienen uns diese Menschen sind dann quasi unsere Arschengel, Menschen, die unsere Knöpfe drücken, und diese Menschen dienen uns zu erkennen, wo wir gerade stehen, ja. Jetzt ist es zum einen nicht schlimm, du erkennst es nur, ich weiß, es fühlt sich dann immer mies an, wenn wir diese Spiegel begegnen, diese Menschen begegnen und all das in uns auslösen, aber es bringt auch ein riesen Lernpotenzial mit, dass du dich entwickelst und dass es für dich wie für auch viele andere Menschen, dass viele Menschen jetzt aus co-abhängigen Beziehungen rausgehen und sich öffnen für neue Beziehungen goldenen Zeitalters. Das ist in eine ganz andere Richtung gehen. Deswegen treffen viele Menschen auch, die sie ablehnen und sich scheiße behandeln, damit wir uns von unseren Mustern endlich lösen. Denn es ist so, dass das immer von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Das, was unsere Eltern uns, unsere Ahnen uns vorgelebt haben, das übernehmen wir auch. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Elternteil hatten in der Kindheit, zum Beispiel wenn du eine Mutter hattest, die sich nicht abgrenzen konnte, dann hat sie dir das so vorgelebt und das hast du auch in dir gespeichert und dieses Muster bringst du jetzt auch in deinen Beziehungen weiter. Wenn du jetzt eine Mutter hattest, die sich nicht abgrenzen konnte, ist es meistens auch so, dass du auch Probleme mit Abgrenzung hast. Wenn sich jetzt deine Mutter nicht als Frau verhalten hat, die ihr Leben liebt und ihre innere Göttin feiert und ihre Weiblichkeit liebt, ja, dann wirst du wahrscheinlich auch dieses Muster von deiner Mutter übernommen haben, ja, oder von einem Elternteil, wenn es jetzt dein Vater war, von deinem Vater. Ja, und diese Muster haben wir von Generation zu Generation, wurden sie weitergegeben. Und ja, und dann sind wir immer in co-abhängigen Beziehungen gelandet, sind unsere Eltern und unsere Urahnen in co-abhängigen Beziehungen gelandet, um das zu kompensieren. Doch in der heutigen Zeit funktioniert das nicht mehr. Partnerschaften gehen dann zu Ende oder wir ziehen nur noch solche Menschen an, die uns so behandeln oder werden abgelehnt und diese Partnerschaften funktionieren in der heutigen Zeit nicht mehr. Ja? Wir Seelen haben uns jetzt hier inkarniert im goldenen Zeitalter und wir wollen neue Partnerschaften leben. Wir wollen nicht mehr diese co-abhängigen Beziehungen leben. Aber das bedarf dann, dass wir dann halt Lernaufgaben meistern, uns von unseren Mustern befreien,
Muster wie zum Beispiel, dass wir uns nicht selbst wertschätzen, nicht selbst lieben und ganz viele mehr. Wenn du mehr erfahren möchtest, was all diese Muster sind, dann kannst du dir hier unten im Video meine Checkliste downloaden, die ich für dich geschrieben habe. Die heißt 22 Meisterschlüssel, Liebesschlüssel, die dir die Tore in eine erfüllte Beziehung öffnen. Hier erfährst du, was diese Lernaufgaben sind und wie du sie quasi meisterst. Ja, in dieser Checkliste gebe ich dir diese 22 Liebesmeisterschlüssel an die Hand. Gerne darfst du dir diese Checkliste gratis downloaden. Des Weiteren, wenn du Fragen hast oder mehr wissen möchtest, habe ich jetzt eine Facebook-Gruppe gegründet. Diese Facebook-Gruppe heißt Erfüllung in Liebe und Seelenpartnerschaft für Hochsensitive und Hochbegabte. Hochbegabte, genau. Den Link findest du auch hier unten in der Facebook-Gruppe. Hier in dieser Facebook-Gruppe wird es auch Livestreams geben, wo du auch live Fragen stellen kannst. Und wir werden all diese Themen, diese Blockaden angehen, wie wir diese lösen, wie wir lernen, uns wieder selbst zu lieben, wie wir Selbstwert entwickeln, uns von Ängsten befreien und ganz viele andere weiteren Themen, die dir helfen, dich von deinen Blockaden und Mustern zu lösen, damit du endlich den Seelenpartner anziehst, den du dir wünschst für eine erfüllte Beziehung. Kein Narzisst mehr, davon wollen wir uns lösen, dass wir weiterhin narzisstische Menschen anziehen. Und wie du das machst, da wird es, wie gesagt, viele Livestreams in meiner neuen Facebook-Gruppe geben. Ich freue mich, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst und dir auch meine Checkliste downloadest. Ja. Das war es von heute von mir. Es wird hier mehr Videos geben zum Thema Hochsensibilität und Partnerschaft und wie wir als hochsensible Menschen endlich eine erfüllte Partnerschaft leben und ja, einen liebevollen Partner anziehen und nicht mehr, wie gesagt, narzisstische Partner, indem wir unsere Muster meistern, auflösen. Ja, ich freue mich, dich in meiner Gruppe willkommen zu heißen. Dann alles Liebe und bis zum nächsten Video. Tschüss!